Als ich losgefahren bin, war ja geplant, dass ich auch regelmäßig in Österreich, in der Schweiz oder in Italien bin. Oder auch mal in Spanien unten. Ja, das war ja ursprünglich sowieso geplant. Von daher habe ich mir von Anfang an ein entsprechendes Datenvolumen geholt. Hat ja kein Schwein damit gerechnet, dass ich dann meinen Führerschein verliere. Ja. Also wenn du das so bekommen hast, wie du sagst, dann ist das echt gut, weil es gibt auch so Verträge, da steht dann unlimitiert und da gibt es ein ganz kleines Sternchen und dann heißt das bis irgendwie 50 Gigabyte und danach hast du Das trauen sie sich gedrosselt. bei mir nicht. Das trauen sie sich bei mir nicht, das garantiere ich dir. Okay. Weil die haben bei mir so einen Datenmissbrauch gemacht, indem da einer von denen ihre Mitarbeiter ein Foto gemacht hat von meinem Account damals und deswegen bin ich bei denen ja VIP-Kunde. Das trauen die sich bei mir nicht, glaub mir. Wenn ich sage unbegrenzt, dann heißt das unbegrenzt und das machen die dann auch. Weil die haben nämlich unglaubliches Glück, dass ich die nicht angezeigt habe. Ja, du hättest hier Schadensersatz von denen Ach, ich hätte die wahrscheinlich auf 200.000, 300.000 verklagen können, wenn ich gewollt hätte. Warum hast du nicht gemacht? Weil ich ein kulanter Mensch bin. Für 200 bis 300.000 Euro bist du kulant, da ist kein Mensch kulant. Ich hab, doch, ich schon. Du musst Aha. bedenken, Okay. also, darf ich jetzt ausreden? Du musst bedenken, ich habe zu dem Zeitpunkt zwischen 4.000 und 5.000 Euro verdient. Ich habe zu dem Ja. Zeitpunkt mein Haus verkauft. Also hatte ich Geld, ich hatte zu dem Zeitpunkt ein schönes, großes, neues Auto. Und wie gesagt, eben regelmäßig mein entsprechendes Einkommen. Und ich habe schon Millionen mal gesagt, ich bin nicht geldgeil. Ich habe auch noch nie Interesse daran gehabt, geldgeil zu sein. Ich will Geld, was ich zum Leben brauche. Vielleicht auch ein bisschen mehr, um mir was zu gönnen. So, weil ich möchte leben, nicht überleben. Und das ist Wäre halt alles. das mehr gewesen, ne? Aber gut, ist ja deine Entscheidung. Na, ja, was will ich mit 200.000 Euro? Wenn Naja, man anders schaut. du hättest dir im Ausland Ja, ein Haus kaufen können zum Beispiel, ne? Ich hab mein Leben lang ein Haus gehabt. Meine Familie hat mich im Stich gelassen. Danke, nein. Außerdem war für 2 Jahre geplant, dass ich unterwegs bin und ich sag's jetzt gerne nochmal. Wenn meine Planung so aufgegangen wäre, wie sie war, so war es ja eigentlich alles geplant. Ich hatte ja sogar eine Rückversicherung, was dann aber alles schiefgegangen ist wegen dieser beschissenen Führerscheingeschichte, wäre das alles nie zu einem Problem geworden. Da hat ja kein Schwein mit gerechnet. Ich habe meinen Führerschein seit fast 20 Jahren. Ich habe meinen Führerschein fast 20 Jahre. Ich habe mein Leben lang darauf geachtet, meinen Führerschein nicht zu verlieren, nachdem ich ihn gekriegt habe. Ich habe alles dafür getan. Ich bin an der Ampel, ich habe an Ampeln immer gehalten. Ich bin nie über Rot gefahren. Ich habe einen Strafzettel wegen zu schnellen Fahren und da war ich lediglich 2 km/h zu schnell oder so. Also war nochmal 2 Euro oder irgendwas. Bin viermal geblitzt worden. Es kam nur ein einziges Mal was dabei raus. Habe ich gehört. Ich halte an Stoppschildern, ich blinke bei abknickenden Vorfahrten, ich blinke beim Überholen und so weiter. Ich habe mich immer daran gehalten an alles. Hat ja kein Schwein damit gerechnet, dass ich wegen diesen Idioten und wegen diesen Anzeigen dann meinen Führerschein verliere. Rechnet doch kein Schwein mit. Weiß doch auch normalerweise kein Schwein. Es weiß doch kein Schwein, dass man seinen Führerschein an der MPU machen muss, wenn man Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung hat. Also, hallo? Ich wusste das nicht und viele andere wissen es auch nicht. Jedes Mal, wenn ich das sage, denken die, hallo, geht doch gar nicht. Doch, das geht. So much.